Ja, hallo, ich nehme Sie heute an einen ganz ungewöhnlichen Ort mit. Ich sitze hier im Landtag und warte auf mein Essen. Und das sollten Sie auch nutzen. Heute ist der vorletzte Tag der bayerischen Karpfensaison, also unserer Karpfensaison. Und es ist ein großartiges Lebensmittel, das Wasser zurückhält, die Deiche, in denen er lebt, das ist eine großartige Natur schafft und außerdem schmeckt es absolut genial. Was der Karpfen genau bewirkt, das wird Ihnen gleich unsere Karpfenkönigin noch erzählen. Und wir als Fraktion haben die Woche da schon wirklich Großartiges geleistet. Ich muss uns jetzt mal selber loben, aber ich bin auch stolz drauf. Wir haben den Schutz mit ins Flora-Fauna-Habitat-Regelung mit reingebracht. Was das bedeutet, das werden wir gerne unten verlinken. Und wissen Sie, was das ganz Schlimme ist? Dass ich da in München gar keinen Karpfen kriege. So weit sind wir noch nicht. Obwohl mich immer so viele Kolleginnen und Kollegen danach fragen. Ich hoffe, ich kann das hier auch noch ändern. Aber Sie nutzen es bitte die Gelegenheit und lassen es noch schmecken. Und vor allem schützen Sie so die Natur. Dankeschön. Also die Saison bei uns, ich rede jetzt mal von unserem Betrieb, war eigentlich ganz gut. Wir hatten gutes Wetter, warmes Wetter, war gut für die Karpfen. Das einzige Problem, was wir ja wie jedes Jahr haben, sind die Kormorane. Die haben dieses Jahr extrem viel zugenommen. Und das war halt allerdings so das Problem, wo das hat einfach viele Karpfen gefehlt haben durch den Kormoran. Ja, also in dem Sinne, Kormorane, die fliegen ja in die Weiher und knabbern quasi die Karpfen an und dadurch sterben ja die Karpfen, ziehen sie aus die Weiher raus. Und das ist halt klar, wenn du einen gewissen Absatz haben möchtest und dann 20% durch den Kormoran fehlen, ist halt einfach schwierig. Also irgendwann soll natürlich der Betrieb übergehen, ich möchte das mal übernehmen. Wäre natürlich schön, wenn das so bleibt, dass man noch Karpfen hat und den nicht aufgeben muss, weil ein Fischotter die Karpfen rausfängt.